Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Countryside 1991. Und jetzt play the tape. Oh, Alter, so Bodycam-Style. Eieieiei. Oh, unangenehm. Oh, ist das fies. Alter. Das ist richtig mies gemacht, der Filter. Oh. Und der Sound. Oh Gott, so wirklich wie so eine Kamera. Wow, also ich habe jetzt schon einige Spiele mit so einem Videofilter gesehen, aber der ist heftig. Der ist richtig heftig. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, dann machen wir mal. So, ein Old Victorian House. Hier haben wir das. So, und hier soll eine fremdartige Kreatur drin gesichtet worden sein. Sieht auf jeden Fall richtig unheimlich aus, das Ding. Okay, hier hat jemand Sandsäcke und Betonbarrieren hingestellt. Kann man machen. Damit man jetzt hier auch nicht mit dem Auto reinfährt. Sonst, also, naja, egal. Okay, machen wir mal weiter rum. Oh, krass. Oh, krass. Also, das spielt eine richtig krasse Atmosphäre. So, hier. Last Person. Ah, okay, alles klar. Wir finden tatsächlich, der Progress wird durch rote Schrift in diesem Spiel generiert. Und das heißt, wir müssen einfach irgendwie raufschauen. 3 Sekunden lang. So stand's im Intro. So, ich darf nicht zoomen. Und ich brauche den richtigen Abstand. War's das jetzt? War's das jetzt? Okay. Oh Mann. Okay, hier haben wir noch eine Tür. Vielleicht kommen wir durch die Tür rein. Nee, sieht besser aus. Kleiner Blick. Hold right mouse button to zoom interact. Ah, okay, mit. Damit interagieren wir. Okay, vielleicht müssen wir jetzt hier mit diesem roten Text erstmal interagieren. Alles klar. 3 Sekunden gedrückt halten. So. Und der letzte Lebendige hört es klopfen. Da klopft es. Ja, die Tür ist offen. Okay. Oh je. Okay, alles. Wir gehen rein. Oh Mann, 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 Mann. Das ist schon der nächste rote Text. Okay. Gebaut 1937. Sven? Sven Finch. Ist das ein interagierbarer Text? Okay. Gut, wir gehen mal weiter. Tür. Ist das zu? Alter, das ist, oh Gott, so klaustrophobisch. Oh! Okay. Blut. Wir kommen auch nicht weiter. Oh Mann. Okay. Vielleicht müssen wir doch noch mal kurz uns den Text anschauen.
und vielleicht mit ihm interagieren. Ja, alles klar. Okay. Gut, was ist jetzt geschehen? Die Tür ist immer noch zu. Scheiße. Also dieser Lichtkegel, dieser kleine, der ist so mies, der ist so mies. Und die Sandsäcke sind weg. Okay, alles klar. Ah. Okay, hier haben wir den nächsten roten Schriftzug. Simulator, immer diesen Tennisball unten dran. Oh Gott. Hell. Oh. Na dann. Schon hier die Lampe. Das ist ein Kopf. Oh Gott. Oh, das ist Gänsehaut gerade pur. So, was ist geschehen? Ah, die Tür ist jetzt offen. Okay. Ist das Seitenblätter? Was hör ich hier? Was ist das? Okay, das ist der nächste rote Text. Oh Gott. Oh, Palette. Ja. Na dann. Just saw my reflection blink. Ach du Schande. Okay. So, was hat sich jetzt verändert? Ich gehe nochmal kurz hinten in die Ecke. Vielleicht ist die Barriere jetzt weg. Boah, ist das gruselig, ey. Nee, die ist noch da. Ist auch geil hier, der Schrank hier wird. Ja, nee. Wandmontage. Schön. Kann man machen. Okay. Müssen wir nochmal raus. Haben wir draußen jetzt eine Veränderung herbeigeführt? Ich muss sagen, ich finde es mega cool, irgendwie, dass mehrere Spiele tatsächlich mit diesem Bodycam-Style gehen. Okay, schauen wir uns das mal um. Vielleicht hier vorne oder? Was ist denn still hier? Gott. Gott, dieser Sound, Alter. Oh, das schüttelt mich richtig. Oh Gott, das ist richtig eklig. Okay, eine Tasse und eine Kerze. Schön. Ja, schön. Ich bin auch wirklich mal gespannt, was hier für eine Kreatur in diesem Haus sein soll. Ich will sie auch ja nicht sehen, eigentlich. Oh Mann. Was ist jetzt mein Gott? Schau an, die Balustrade. Guck mal hier, die Barriere ist weg. Und da ist schon der nächste rote Text. Der Wulbi-Platz, oh schön, schön. Ah, und? So, nu, und? Was? Können wir jetzt hier rein? Nee, können wir nicht. Das ist so. Es ist wirklich, wirklich, wirklich extrem unangenehm. Okay. Okay, kommen wir jetzt vielleicht irgendwie von drin wieder nach oben? Dass wir da in die erste Etage kommen? Noch nicht rennen, Wildmann. Es ist tatsächlich, du bist zu so einem langsamen Gehen, verdammt. Gut. Okay, vielleicht kommen wir jetzt. Vielleicht ist jetzt vorne die Barrikade weg und wir kommen jetzt hoch. Ah! Was? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott!
explored all the hallways, and there were a lot of hallways. Some of them didn't have temporary lighting installed, so they were pitch black. All of a sudden, his ears began ringing. The sound of the pitch got louder and louder until he was unbearable. He dropped to his knees, grabbing his ears and crying out in pain. Ja, schön! Schön! Ja! Toll! Guck mal kurz, aber hier geht's zurück zum Menü. Das war dann anscheinend Countryside 1999. Ein recht kurzes Spiel tatsächlich. Gar nicht als Demo deklariert. Das war's anscheinend irgendwie. Mich würde freuen, wenn da mehr von kommt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne bitte einen Daumen nach oben da. Und zeigt mir, wenn es euch gefallen hat, indem ihr einfach unten ein kleines Kommentar da lasst. Und wenn ihr die absolut geilsten seid, dann lasst da, wenn ihr es noch nicht habt, ein Abo auf dem Kanal und helft uns vielleicht doch ein bisschen zu wachsen. Ansonsten würde ich mich sehr wieder freuen, euch wiederzusehen beim nächsten Projekt. Und bis dann. Ciao.